Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Ja, der erste Weg zum Gipfel ist erledigt. Wir haben den Turianischen Primachen an Bord. Der wird uns aber erst helfen, wenn wir die Kroganer auch mit an Bord nehmen. Wenn die Kroganer also mit am Gipfel mitmachen und den Turianern bei der Rückeroberung beziehungsweise ja, bei den Palawan halt bei ihrer Heimatplaneten helfen. Soweit ja so gut, aber wenn wir das machen, werden wahrscheinlich die Salarianer nicht gerade sehr erfreut sein. Und die Asari, naja, die Asari, die kochen ihr eigenes Süppchen. Also es sieht alles nicht sonderlich gut im Moment aus, wobei es schon ein bisschen besser aussieht als vorher, aber nicht viel. Aber eine gute Nachricht haben wir, und zwar ist Garrus wieder hier. Und zwar richtig hier, also mit im Team. Und das finde ich doch mal ziemlich genial, weil einmal war er schon bei Mass Effect 1 mit dabei. Es ist ein echt cooler Kerl. Man kann sagen, er ist einfach ein guter Freund. Und seine Fähigkeiten, die funktionieren mit unseren zusammen richtig gut. Wir machen Barriere und Panzerung und er Schilde. Das passt einfach richtig gut. Von daher wird er auch weiterhin wie in Mass Effect 2 bei uns in der Gruppe sein, schätze ich mal. Also im Moment auf jeden Fall. Commander, Edie ist offline. Was? Was meinen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Sie sollten runtergehen. Auf Deck 3. Ja, klasse. Gerade sage ich noch, wir sind einen Schritt weiter und dann passiert sowas. Commander, die Kommunikationssysteme drehen durch. Was auch immer da los ist, es geht von Deck 3 aus. Versuchen Sie, Edie zu erreichen. Ich überprüfe den KI-Kern. Gut. Ich versuche gerade, die Systeme neu zu starten, aber etwas blockiert mich. Was da auch am Werk ist, es hat Edie offline geschaltet. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Deck 3 hieß es. KI-Kern wahrscheinlich. Dann machen wir uns doch gleich mal da auf den Weg hin. Moment, hier lang. Uiuiui. Das sieht echt nicht gut aus. Adams? Joker, was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Ich kläre das. Edie, was ist denn? Okay. Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Okay. Edie? Ja. Sie sind in Dr. Ivers Körper. Nicht ganz. Aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Was ist genau passiert? Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteaner-Gerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Gute Arbeit oder gefährlich? Weil eigentlich, was er gemacht hat, war gefährlich. Andererseits, ja. Edie, Sie müssen uns bei solchen Vorfällen alarmieren und dürfen sie nicht alleine klären. Die Crew zu informieren wäre kontraproduktiv gewesen. Ihre Reaktionszeit hätte alle Hilfsversuche viel zu lange verzögert. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Gute Frage. Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Zeitbeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten.
Sie meinen, Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die die Normandie nicht erreicht. Ich finde das eigentlich nicht schlecht. Hat ein bisschen was von Andromeda. Also von der Serie, falls ihr die kennt. Ich sag's Ihnen bei Bedarf. Gut. Ich sorge dafür, dass die Fähigkeiten organischer Gruppenmitglieder erreicht oder übertroffen werden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandie wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew Sie skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat Sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Ich sollte auch auf die Brücke, das will ich nicht... Darin sind wir uns einig. Das will ich eigentlich nicht mir entgehen lassen. Okay, Vorbild und Abtrünniger habe ich gekriegt. Ja. Ruf ist noch nicht so sonderlich hoch. 4 Punkte. Okay, das ist es auch noch nicht. Logbuch. Ach, Codex. Admirals, die erweiterte Defensivintelligenz oder kurz EDI dient als Informationsquelle und Cyberkrieg-Verteidigungssystem auf der neu gebauten Normandie SR2. Die Crew des Schiffs kann über jedes Terminal oder über Funk auf EDI zugreifen. Während eines Angriffs durch ein Schiff der Kollektoren gab Pilot Jeff Joker Moreau EDI vollen Zugriff auf die Systeme der Normandie, wodurch das Schiff entkommen konnte. Obwohl EDI die von Moreau übergebene Kontrolle noch hat, gibt sie sich normalerweise damit zufrieden, die organischen Crewmitglieder zu beraten, die das Schiff fliegen und warten. Okay, also das ist doch krass. EDI hat diesen eigenen Körper und kann rumlaufen. Ich meine, dass ihr das gefällt, könnte ich mir schon gut vorstellen. Nun gut, wenn wir schon mal hier sind, dann reden wir auch mal mit den Leuten. Ist da gerade EDI vorbeigegangen? Ja, das war sie. Joker wird daran seine helle Freude haben. Ja, vor allem bei diesem Körper, den sie EDI gegeben haben. Ja, naja. Gut. Garrus war, glaube ich, hier, oder? Ich habe es gar nicht nachgeschaut. 2 Garrus, genau. Dann reden wir doch mal mit Garrus. Wir haben in wenigen Stunden 2 Schlachtschiffe verloren. Ich weiß, Primarch. Ich sehe die Zahlen auch und mir gefallen sie ebenfalls nicht. Wir müssen die Sache umdrehen. Und zwar schnell. Nun, Sie können Shepard vertrauen, Sir. Wenn jemand die Krogana zur Zusammenarbeit bewegen kann, dann er. Er ist ein alter Freund von Erdnot Rex. Dann hoffen wir mal, dass Freundschaft in diesem Krieg noch etwas zählt. Da bin ich ganz sicher, Sir. Ja, da bin ich auch sicher. Gut, hallo Garrus. Garrus? Sie haben also sofort mit der Arbeit begonnen. Nach den letzten Ereignissen ist das Kalibrieren eines Geschützes der reinste Urlaub. Und es lenkt mich ab. Wir brauchen sie aber nicht nur fürs Ziel. Oh, ich bin bereit. Aber große Geschütze brauchen wir sicher auch. Jede Menge sogar. Ja, bestimmt. Die Sovereign ist nicht kampflos untergegangen. Das wird bei ihren Freunden nicht anders sein. Ob es wirklich klug war, Pelevan zu verlassen? Ja, das können wir nachfühlen, weil uns ging es ja genauso, als wir die Erde verlassen haben. Auf der Erde war dieser Junge höchstens 6 oder 7. Als die Normandie dem Angriff entkam, habe ich ihn sterben sehen. Irgendwie lebe ich noch und er nicht. Mit den Reapern recht zu haben, fühlt sich nicht wie ein Sieg an, oder? Wir wussten beide, es wird ein harter Kampf und den haben die Reaper geliefert. Meine Regierung hat wenigstens zugehört. Oder so getan. Ich habe eine Einsatztruppe bekommen, damit ich den Mund halte. Sie sind nun Experte und Berater? Sie waren dabei mein Vorbild, Shepard. Wenn man laut genug schreit, kommt irgendwann wer und fragt, was der Krach soll. Nicht, dass sie tatsächlich etwas dagegen tun. Und wollen dann, dass man ihn abstellt. Nicht so wie früher, was? Abtrünniger Spectre und Mann von Seesicherheit ballern wild um sich und entscheiden alles ganz spontan. Wir sind jetzt respektabel. Wir haben es verdient. Es wird nicht einfach. Ich würde sagen, es wird nicht einfach, weil es wird es nämlich definitiv nicht.
Und dieser Respekt wird begleitet von jeder Menge schlafloser Nächte. Ich kann nicht mal zählen, wie viele Leben von uns abhängen. Naja, wenn's mal ganz übel aussieht, und das kommt bestimmt. Denken Sie dran, einer Ihrer turianischen Freunde schläft auch nicht besser. Und er würde Sie liebend gerne an der Bar treffen und unter den Tisch trinken. Wollen Sie noch über was anderes reden? Ja, seine Familie auf Pelerin? Sie sagten, Sie hätten noch Familie auf Pelerin. Mein Vater und meine Schwester. Wie lange haben Sie nichts mehr von ihnen gehört? Lang genug, um besorgt zu sein. Nicht gut. Ihnen geht's sicher gut. Kennen Sie das Problem mit dem Altwerden, Shepard? Die Plattitüden altern mit. Bald bleibt uns nur noch blinde Hoffnung. Und ich bin ungern blind. Kann ich verstehen. Was haben wir sonst noch? Seine Einsatztruppe? Was haben Sie da für eine Reaper-Einsatztruppe geleitet? Nach Ihren Erlebnissen im batarianischen Sektor wusste ich, dass die Zeit knapp wird. Für uns alle. Der Citadel-Rat war eine Sackgasse, also tat ich etwas, was ich nie wollte. Ich ging zu meinem Vater. Er war bei C-Sicherheit, oder? Und er hat sie nicht ganz gleichberechtigt behandelt, richtig? Gelinde gesagt. Aber er hatte großen Einfluss auf die turianische Regierung. Der Primarch, also der Alte, war sein Freund. Also ging ich zu meinem Vater und erzählte ihm alles, was wir über die Reaper wissen. Von Saren bis zur Kollektorenbasis. Eine Wahnsinnsgeschichte. Nicht mal ich würde alles glauben. Einiges davon klang ziemlich verrückt. Vigil, das Gespräch mit der Sovereign of Vermeier. Aber mein Vater hat nur zugehört. Wie früher bei C-Sicherheit. Er hat sich sein eigenes Bild rausgemacht. Wenn Verbindungen da waren, leugnete er sie nicht. Und er erkannte, was wir schon wussten. Die Reaper kommen. Schön, dass mal jemand zustimmt. Er hat mehr getan. Er ist damit zum Primarchen gegangen. Sein Stil gefällt mir. Leider war der Primarch nicht so überzeugt. Mein Vater blieb hartnäckig und bekam einige Ressourcen zugeteilt. Die nennt man dann Einsatztruppe und hat das Gefühl, man habe etwas unternommen. Und Ergebnisse? Gab's da welche? Was haben Sie gemacht? So viel mir möglich war und noch ein wenig mehr. Wir sicherten unsere Kommunikationswege, stockten die Notfallvorräte in den Kolonien auf und verbesserten unsere Frühwarnprotokolle. Hat's geholfen? Ich hoffe, es hat unserer Flotte etwas Zeit verschafft. Nach dem Krieg wissen wir es. Na, hoffentlich. Aber es war besser, als überhaupt nichts zu tun. Jedes bisschen hilft. Ich weiß, Sie machen sich über unsere Feinde keine Illusionen, Garrus. Wie sehen Sie unsere Chancen? Im Moment sieht's schlecht aus. Aber ich glaube an den Sieg. Denn zum ersten Mal sind wir in diesem Kampf nicht alleine. Etwas habe ich bei C-Sicherheit gelernt. Wer befürchtet, bald grausam zu sterben, ist ziemlich motiviert. Statt ständig an ihnen zu zweifeln, werden ganze Zivilisationen darum betteln, dass sie sie retten. Keine Zweifel? Nach dem, was auf Pelerin passiert ist, glauben Sie das noch? Natürlich wird es Verluste geben. Aber das lernen Turianer schon von Geburt an. Wenn am Ende eines Krieges nur einer überlebt, ist das bereits ein Sieg. Aber die Menschen wollen immer alle retten. Das wird in diesem Krieg nicht passieren. Wahrscheinlich nicht, aber versuchen sollte man es trotzdem. Was hält davon Primarch Victus? Würden Sie für den neuen Primarchen bürgen? Selbst wenn nicht, ziehen Sie mit dem in den Krieg, was Sie haben. Das auf jeden Fall. Wird er sein Wort halten? Victus hat noch nie gelogen. Er ändert oft seine Strategie, würde aber nie einen Verbündeten hintergehen. Und falls doch, suchen wir eben einen neuen Primarchen. Wie wär's mit dir, Garrus? Generäle salutieren vor Ihnen, Garrus. Wo in der Amtsnachfolge stehen Sie eigentlich? Reden wir nicht davon. Primarch Vakarian, verehrter Kriegsheld. Irgendjemand muss Pelerin wieder aufbauen, wenn alles vorbei ist. Ja, jemand, der mit einem Hammer umgehen kann. Okay, ich glaube, das war's erstmal. Das ist vorerst alles. Wirklich schön, dass Sie zurück sind. Diesen Kampf verpasse ich bestimmt nicht. Ich bin sicher, hier unten hat jemand Mist gebaut. Ich muss das alte Mädchen wieder in Bestform bringen. Zwei Ruf, sehr schön. Ja.
Primarch Garrus Victus. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Und anscheinend steht er wirklich sehr hoch im Rang, wenn er nicht drüber reden will. Ach ja, der gute alte Garrus. Man kann ihn einfach nur gern haben. Jetzt schauen wir noch bei Liara kurz vorbei. Sind Sie sicher, dass Sie nicht rüberkommen und reden wollen? Nein, die Geschützbatterie ist hübsch und ruhig. Und wenn ich ein paar Teppiche reinlege, wird sie sogar richtig gemütlich. Garrus? Ich komme schon klar, Liara. Ich muss nur meine Gedanken ordnen. Wie Sie meinen. Okay, gibt's hier was Neues? Nein, hier gibt's anscheinend nichts Neues. Na gut. Liara? An was denken Sie gerade? Nur alte Erinnerungen. Als ich noch sehr jung war, habe ich einige Wochen auf den Südgipfeln von Pelevan verbracht. Da war ein Turianer, der mich immer aufgezogen hat. Er sagte, die Berge würden bis in die Unendlichkeit reichen. Ich weiß noch, dass ich ihm geglaubt habe. Als ich von Pelevans Mond aus auf den Planeten geschaut habe, da sah ich diese Berge. Sie brannten. Bereit für die nächste Mission? Ja, sicher, mit Sicherheit. Gibt's hier, hoppla, was Neues? Ja, da gibt's was Neues. Allianz, geht, sehen Sie sich die Implantate? Okay, dann haben wir noch Notizen über den Porteaner. Und noch den zweiten Eintrag. Hat man nicht schon? Ja, keine Ahnung. Egal, jetzt haben wir so. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke gleichfalls, lieber Glöf. Haben wir sonst noch eigentlich was hier? Moment. 7 war nichts, 6 war nichts, 8 war nichts. Nee, hier war nichts mehr. Dann gehen wir doch mal zum Maschinendeck noch. Ich weiß gar nicht mehr, ob da noch jemand war. Naja, genau, Diana Eilers. Javik war hier und Techniker Adams. Dann reden wir doch erstmal mit Diana, ob es da was Neues gibt. Verzeihen Sie die Frage, aber sehen alle Kriegsberichterstatterinnen so, feminin aus? Ich meine, sie sind perfekt gestylt. Wir haben für sowas sogar eine Forschungsabteilung. Sie testen Aussehen, Stimme, Gestik. Mädchenhaft kommt gut an. Die Asari sind dann aufmerksamer. Salarianer finden hohe Stimmen gut. Und Turianer? Die Turianer spinnen. Eine Zivilisation voller Kriegstreiber. Treue Zuschauer, aber ihre Fanbriefe sind gruselig. Okay, gruselige Fanbriefe von Turianern. Wem gehört dieser Mac? Ganz schön kurvig. Müssen wir reden, Commander? Nein. Im Moment nicht, Alice. Sagen Sie Bescheid, wenn's... Ja, dieser Mac ist wirklich ziemlich kurvig. Das stimmt schon. Wo haben wir ihn? Techniker Adams? Es gibt nichts zu berichten, Commander. Dann halt nicht. Dann schauen wir noch schnell bei Javik vorbei. Vielleicht gibt es ja hier was Neues. Soll das heißen, es gibt in diesem Zyklus noch mehr Überlebende? Ja, wir haben sie Kollektoren genannt. Sie kämpften für die Reaper. Lange Zeit wusste niemand, dass es eigentlich Proteaner waren. Und wann wurde Ihnen das klar? Shepard hatte keine Wahl und musste alle töten, denen er begegnete. Sie waren ausnahmslos indoktriniert, schon seit sehr langer Zeit. Es tut mir leid. Ich bin dankbar dafür. Es war ein Akt der Gnade. Ja, vermutlich war es das. Gut, und dann reden wir mal mit Javik. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.